Du kommst zu so einem Spiel, du kommst gestern hier an, wir kommen aus einem nasskalten Braunschweig mit 5 Grad und arschkalt, dann kommst du hierher und wachst heute Morgen auf und kriegst erstmal einen Schlag. Aber ich sehe nur in Deutschland. Schlechthin. Wunderschön, in dieser wunderschönen Region wachst du auf und dann hast du erstmal einen Burner. Vielleicht ist das auch eine Erklärung. Das ist doch klar. Ich meine, die Jungs hier, die haben eine ganze Woche wahrscheinlich bei 25 Grad trainiert. Ich habe keine Ahnung. Dann ist alles noch hier mit Solarenergie ausgestattet. Das ist. Ja, aber wir haben keine Solarenergiestrahler über dem Trainingsplatz. Das fehlt halt bei uns noch, dass wir da eben auch uns so vorbereiten können. Wir brauchen Solarstrahlen über unseren Platz. Vielleicht kam das alles zusammen und ich habe natürlich auch gehofft, dass die Mannschaft ja letztendlich auch diesen Spannungsbogen nochmal, auch diesen Spannungsbogen selbst aufbaut. Das hat sie mit Sicherheit auch gewollt und getan, aber irgendwas hat heute, ich sag, gehemmt, beziehungsweise mit dem 1-0 hast du natürlich auch ein Erlebnis gehabt, wo du dich erstmal freischütteln musst. Und dann ist es nun mal halt so, dass diese Mannschaft ja immer ans Limit kommen muss, um Spiele erfolgreich zu gestalten. Und solche Dinge wie heute und auch diese Fähigkeit, letztendlich auf diesem hohen Niveau sich permanent zu zeigen, hast du natürlich halt auch Spieler drin, die das noch nicht natürlich, das sind natürliche Situationen, die noch nicht so abrufen können. Und das ist einfach dann auch noch was, wo die Jungs lernen müssen. Aber das werden wir gemeinsam jetzt diese Woche besprechen und werden uns Antrag stellen dann jetzt auf Solarenergie in Braunschweig.